Hallo und herzlich willkommen auf Lyrella.de. Wir schauen uns jetzt nun eine Aufgabe zu den Baumdiagrammen, die ihr schon gesehen habt, an. Ich hoffe, ihr habt die Aufgabe erstmal schon selbst versucht zu lösen. Wir schauen uns die Lösung an. Und zwar haben wir einen dreimaligen Reißnagelwurf. Das muss man sich so vorstellen. Man kann ja einen Reißnagel werfen auf den Tisch wie eine Münze oder auch wie einen Würfel. Und dann kann es ja sein, dass der Reißnagel entweder mit dem Boden aufkommt oder mit der Spitze. Das heißt, man schreibt dann, könnte auch hier schreiben, entweder er kommt auf den Boden auf, das sieht dann so aus, oder auf der Spitze, das sieht dann so aus. Und jetzt wollen wir rausfinden, wie wahrscheinlich es ist, dass genau ein einziges Mal bei dreimal werfen, dass er auf dieser Spitzenseite aufkommt. Da können wir natürlich wieder das Baumdiagramm zeichnen. Das heißt, erster Wurf entweder die flache Seite oder die spitze Seite. Beim zweiten Wurf ebenfalls. Und beim dritten Wurf natürlich genauso. Nun hat man herausgefunden, dass durch ganz oft das ganz mehrmaliges Werfen, dass diese spitze Seite wesentlich häufiger vorkommt und nämlich 60% im Vergleich zu der flachen Seite, die nur 40% der Fälle vorkommt. Das heißt, wir können schreiben, diese flache Seite kommt nur in 0,4 Wahrscheinlichkeit und die spitze Seite mit 0,6 Wahrscheinlichkeit vor, was ja 40 zu 60% entspricht. Nun, das gilt bei jedem Wurf, ändert sich ja nichts daran, dass der Reißnagel so geformt ist. Schreiben wir es überall auch wieder hier drauf. So, nun können wir uns der Aufgabe widmen und diese Aufgabe lösen. Genau ein einziges Mal die spitze Seite. Da sehen wir, es kommt hier einmal vor, machen wir hier ein Kreuzchen. Dann sehen wir hier, flache Seite, spitze Seite, flache Seite. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder hier unten, spitze Seite, flache Seite, flache Seite. Wir haben also wieder genau wie beim Münzwurf diese drei Möglichkeiten. Rechnen wir nun die Wahrscheinlichkeiten aus mit Hilfe der Pfadmultiplikationsregel. Die Wahrscheinlichkeit also für flach, flach, spitz. Da sehen wir müssen wieder die Pfade multiplizieren. 0,4 mal 0,4 mal 0,6. Nun, wenn man das ausrechnet, ergibt sich 0,096. Nehmen wir den anderen Pfad in Angriff. Flach, spitz, flach. Das sieht man 0,4 mal 0,6 mal 0,4. Ja, man sieht, das ist einfach nur vertauscht. Also ist es genau der gleiche Wert, 0,096. Beim dritten ist es natürlich genauso. Da hieß es dann 0,6 mal 0,4 mal 0,4. Entspricht ebenfalls wieder 0,096. Nun, jetzt können wir alle drei Ergebnisse mit Hilfe der Pfadadditionsregel zusammenrechnen. Also die Wahrscheinlichkeit für genau einmal spitz ergibt sich dann durch 0,096 plus 0,096 plus 0,096. Das ergibt 0,288. Man könnte auch sagen 28,8%. Das ist also etwas unwahrscheinlicher als beim dreimaligen Münzwurf, dass dann genau ein einziges Mal Zahl kommt. Danke.